Ja. So, jetzt kriegt man Speed hin. Warte. Festhalten! Ja! Ach, geschafft! Hey, du klingst überrascht. Vielleicht ein bisschen. Alter, was für ein Schlammgekacke das hier ist. Alles so dreckig. Oh nein. Wir müssen wieder durch den Schlamm. Durch wildes Wasser. Los, los, los. Und wir sind oben. Wieder mehr zum Klettern aus als zum Fahren, ne? Da, da. Oh, schöne Blümchen. Sehr schöne Blümchen. Eigentlich sollten wir aussteigen und hier mal rumschauen. Weil da gibt es doch irgendwas. Wenn es da so eine Leiter gibt. Oh, eine Hütte. Der hier wohl gewohnt hat? Bestimmt der Aufzug. Wärter Typ. Sie wussten wohl, dass eine große Sache im Gange war. Okay. So ein Schatzmäßig ist da nichts zu sehen. Hier hinten kann man noch raus. Naja, da gibt's nichts. Da gibt's. Nachher gibt's da schon was. Oh, hier. Ja klar. Zum Glück bin ich nochmal andersrum gegangen. Aber wir gehen jetzt zum Odo und gehen weiter. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Also los, Tante. Von wo kommt die jetzt? Hier stehen die Chancen, dass der Aufzug geht. Ah, bis jetzt waren es 2 von 2. Ja, das heißt, das nächste Desaster steht an. Das Wasser war ein gutes Zeichen. Jetzt erstmal den Hebel drücken, aber ich habe gar keinen Hebel gesehen. Deswegen gehe ich gleich hoch, dann denke ich, kann man auch gleich den Fahrstuhl reparieren. Oh mein Gott, bin ich gut! Und nun? So gut bin ich also auch nicht. Ja, geht's nicht? Dann gehen wir erstmal zurück und gucken, ob da ein Hebel ist. Was? Da kann ich nicht durchlaufen. Interessant. Interessant. Kann ich nicht durchlaufen. Da ist der. Jetzt erstmal. Hey, kannst du mir helfen? Glacho hilft sie mir. Das ist eine nette. Eine richtig nette. So, jetzt bleibst du stehen und drück das Tor nach oben. Mist. Ich halte hoch. Hol den Wagen. Na komm, fahr. So, es macht das Quetschi-Quetschi mit mir. Ah, zum Glück waren wir auch da oben. Haben wir den Schatz da noch gefunden. Okay, wenn das mal gut geht. Von 3. Einfach wunderbar, die Piratentechnik. Das ist das Gewicht vom Odo hochzieht. Damit haben sie doch damals gar nicht so gerechnet. Aber die ganzen Steine, was die für die Stadt gebaut haben, mussten sie auch hochschleppen. Wow. Wie auf einer Postkarte. Ja, Libertaria. Wunderschöne Landschaft. Und Schießereien auf Leben und Tod. Wieso hast du deine Meinung geändert? Hm? Na, du wärst fast nicht zurückgekommen. Na, sollte ich abhauen, während du bis zum Hals drin steckst? Und weißt du, dann war da noch dieses Ehegelübde. In guten wie schlechten.
Ja. Den guten wie schlechten. Schlechten wie guten. Hier. Oh, los, hilf mir mal. Klar. Und klipp, 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 klipp. Weißt du selbst, wenn du glaubst, mich damit zu schützen, hast du kein Recht, mich so auszuschließen. Worum es auch gehen mag, wir sollten darüber reden und uns darum kümmern. Gemeinsam. Ich hab's ihm gesagt. Als Team. Ich weiß. Wirklich, es ist nur... Weißt du was? Konzentrieren wir uns. Das hat bis später Zeit. Okay, weiter geht die wilde Fahrt. Nächster Halt, New Devon. New Devon? Was für eine schöne Gegend. Und diese Straße. Endlich mal eine schöne Straße, wo wir fahren können. Sehr schön. Aber Charlene wird bestimmt schon hier oben sein und auf uns warten. Aber ist uns egal. Wir töten sie alle. Alle töten wir sie. Immer eine Straße entlang. Kein Unfall bauen. Ist eine Stille, ne, bei den zwei. Das wäre ein Radio nicht schlecht. Okay. Wo führt denn der Weg jetzt hin? Hey, Helena! Hey! Wir sind hier, Sally. Wo bist du? Noch in der Luft. Ein paar Shoreline-Fahrzeuge sind unterwegs nach Norden. Werden wir wohl bald sehen. Geht's euch beiden soweit gut? Es gab ein paar Probleme, aber soweit so gut. Okay, gut. Meldet euch, ja? Ich bin immer gern auf dem Laufenden, okay? Das machen wir. Over und out. Hier, warte mal. Ja, gemütlich hier rumfahren. Okay, wir müssen über die Brücke rüber. Oh Gott, ich hasse Brücken. Gut festhalten. Ich wusste es! Dreh um, wir fahren zum Wasserfall! Ich kann nicht! Die Strömung ist zu stark! Mach dich bereit! Nate? Festhalten! Ah. Nate! Da, wir können die Felsen hochklettern! Okay! Los, 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 los! Hallo! Wasserfall! Okay! Das schöne Auto! Der Baum ist nicht okay! Komm schon! Muss ich mich hinschwingen? Alter! Mach mich fertig! So viel zum Wagen. Kein Auto für uns! Kein Auto! Komm! Ich wollte dich nicht schützen. Es ist nur, ich habe geschworen, dass Schluss ist mit diesem Leben. Das haben wir beide. Ich habe den Schwur gebrochen. Ich hab nichts gesagt, weil ich hatte Angst. Angst wovor? Dich zu verlieren. Ich schätze, ich wollte mich selbst schützen. Verstehst du? Wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Yep. Ja. Wir sollten weiter. Ja. Das sollten wir tun. Das sollten wir tun. Hier lang. Die trampelt aber ziemlich, ne?
Jep, komm, folg mir. Wir müssen da hoch, Baby. Wir müssen da hoch. Ein Auto hätten die schon so gehört und den Theater gegeben. Ja, das wäre übel gewesen. Okay. Wie kriegen wir jetzt die alte hoch? Oder schafft ihr das? Gute Idee. Also, wie kommen wir da hoch? Darüber helfen müssen wir. Vielleicht machen wir hier mal Urlaub, was? Wo ist sie denn? Weiß die was mehr als wir? Hm. Ich muss jetzt hier. Ist sie denn jetzt hin? Danach sind das Siedler. Vielleicht gab es einen Kampf? Nein, das glaube ich nicht. Sieh dir ihre Positionen an. Ja, du hast recht. Sie wurden gestapelt oder einfach gegen die Wände gelehnt. Sie waren schon tot, als man sie hergebracht hat. Das ist ein Massengrab, Nick. Das ist eklig. Hallo? Was ist da oben? Wer ist das? Sieh dir das Schild an. Verräter, einer der Rebellen. Eine schlimme Art zu sterben. Hier ist noch einer. Was für grausame Sachen die Menschen alles machen, ne? Ja, ja. Zeigt uns aber jetzt wirklich nicht, oder? Wo müssen wir lang? Wo geht der Weg hin? Wo müssen wir hin? Hier ist kein Weg. Also wir müssen da hoch. Ach guck mal, das sieht so gut aus. Die müssen uns da hinhängen. Nicht böse gemeint. Ja, ist schon eklig. Macht die das jetzt auch? Ja, klar! Diese irre wie ein Mann. Mehr Geigen. Der ganze Weg ist gepflastert damit. Unglaublich. Okay, das... Oh Gott. Oh mein Gott. So kann man eine Rebellion natürlich auch niederschlagen. Ich frage mich, ob das die ganze Zeit geplant war. Was, die Siedler alle umzubringen? Nein, sie herzulocken in der Hoffnung auf eine Utopie, um ihnen dann alles wegzunehmen, was sie haben. Nun, wir haben es ja auch mit Piraten zu tun. Aber das ist ziemlich diabolisch, selbst für Piraten. Das ist krank. Oh, das ist krank, das ist so glitzert. Wollt ihr es lesen? Kann man nicht lesen. Schade, schade. Gut. Sieht auch mal interessant aus, ne? So, was ist denn hier? Das Tor bewegt sich nicht. Wir müssen oben drüber. Hodie, Mecum, Eris im Paradies. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Tolles Paradies. Hm.
Bin ich mal gespannt, ob es da drüben dann das Paradies ist, oder... Wo sind die anderen? Die müssen doch schon lang hier oben sein. Der Bruder weiß es auch, oder weiß er, dass er noch lebt, ja? Nathan, und will die da noch ein bisschen davon abhalten, dahin zu gehen? Wer weiß. Die Frage ist jetzt auch, wie kommen wir da hin? Ich habe keine Ahnung. Wie kommen wir hin? Kommen wir da hin? Kommen wir wieder hin? Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass wir durch die ganzen Teile da hochkommen, oder? Nö? Sieht aus wie einer von Avery. Sind nicht viele von ihnen hier draußen. Viel mehr tote Siedler als Soldaten. Ich glaube, es bringt nichts so, oder? Nee. Der Weg muss da schon da hinten sein am Tor. Ich guck mal, hier kann man noch hochklettern. Das wird doch jetzt von Igidigit zu Igidigit. Oh, doch, wir müssen so laufen. Nein! Sind sie nicht. Sei vorsichtig. Wow. Na komm, nochmal. Nicht, dass du so eine Lampe oder was auch immer die da hingehängt haben, hingemacht haben. Jetzt haben wir den schönen Ausblick. Alles zerstört. Alles klar. Die Stadt unter Wasser. Willkommen auf Averys Landsitz. Wirklich schön hier. Mal abgesehen von den ganzen Baumängeln und Wasserschäden. Ganz klar Abwasserprobleme. Der Traum eines jeden Heimwerkers. Okay, also... Offenbar hat jemand den Damm da gesprengt und alles unter Wasser gesetzt. Ich hatte es vergessen. Wie gut du bist. Okay, und welches meinst du ist Averys? Ich tippe auf das da. Dass das noch intakt ist. Oh. Du bist auch nicht schlecht. Ja, ach, ich hatte ein bisschen Übung, habe ein paar Bücher gelesen. Mist! Was? Was? Die Haustür. Sam. Wie kam die da jetzt hin? Ja, noch. Na los. Okay, halt die Augen nach Shoreline-Typen offen. Ja. Wenn das mal gut geht. Ups! Müssen wir mal da tauchen, wa? Ist okay? Ja. Oh, hier sieht's so aus nach dem Weg. Schön blumig finde ich das, ne? Seht ihr? Alles schön voller Blumen. Schön Blumen, Mann. Bring mir die Blume ran, Mann. Oh, wir sind schon voll die Profis. Wir kennen die Wege schon in- und auswendig. Hier durch. Vorsicht, Kopf. Komm, wir müssen deinen Bruder retten. Den konnte jemand nicht ausstehen. Erfahr mal, wer es ist. Oh, noch eine alte Notiz. Okay. Wir müssen da hoch.
Sicher. Komm, meine Freundin, wir müssen gehen. Wir müssen nicht alles so scheiße hier. Oh, hier ist auch noch was. Ach, wir sind in Christopher Condons Haus. Ich glaube, der ist tot. Wir müssen noch da lang. Scheiße, Schorlein. Elena, runter. Ich sehe sie. Und wir haben nur einen Bulli in unserer Waffe. Ist das scheiße. Jetzt müssen wir echt einen auf Ninja machen, Leute. Bis da hinten hinkommen, dann kann man wieder hochtauchen. Okay. Ich muss jetzt einen lautlos töten. Da haben wir ja schon einen. Den seine Waffe will ich. Ich seh mich nicht, seh mich nicht. Ich hab gesagt, seh mich nicht. Wow.